Dissen-Striesow im Wettbewerb. Der Ort Dissen-Striesow will familien- und kinderfreundliche Gemeinde werden. Dazu beteiligt sich das Dorf am gleichnamigen Landeswettbewerb. Die vom Ministerium beauftragte Agentur hat sich das Dorf schon angeschaut. Stippvisiten gab es an Kitas, Jugendclubs und museumspädagogischen Einrichtungen. Die Preisverleihung findet am 4. Dezember in Potsdam statt. Shopping bis in die Nacht. Am 30. Oktober hat die Spreegalerie verlängerte Öffnungszeiten. Bis 23 Uhr kann bei Moonlight Shopping eingekauft werden. Ab 16 Uhr wird der Abend von einem Rahmenprogramm begleitet. Darunter sind unter anderem musikalische Darbietungen und eine Lasershow. Cottbus lässt die Puppen tanzen. Am Wochenende steht im Piccolo-Theater das 16. Puppenspielfest an. 12 unterschiedliche Inszenierungen aus ganz Deutschland werden an den 3 Tagen aufgeführt. Das Stück Unter dem Pilz vom Piccolo-Theater ist am Samstag um 15 Uhr zu sehen. Eine kleine Chance auf Restkarten besteht noch an der Abendkasse. Für das Rahmenprogramm zur Eröffnung am Freitagabend müssen aber keine Tickets gebucht werden.